neue Folge Frontside, nur diesmal ohne Knuffel, der wartet leider immer noch auf den Zug. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Aber wir kriegen das schon gebacken. Wir haben ja schon mehrmals davon berichtet, dass die Zukunft des Gamings eventuell die Virtual Reality ist. Also du musst deine Brille aufziehen, die erkennt deine Kopfbewegung und es fühlt sich tatsächlich so an, als wärst du in diesem Spiel drin. Vor allem bei Pornos wird das super. Man kann aber damit auch zu krassen Scheiß machen und das haben die Macher von Project Morpheus, also Sony, auch kapiert, denn die hatten eine etwas heftigere Idee. Die waren mit ihrer VR-Brille auf der diesjährigen GDC so, dass die Gamers sie mal antesten können und hatten eine Demo am Stitzel namens London Heist. Da ballerst du ein wenig in der Gegend rum und wenn du die Schnauze voll hast, was natürlich passieren kann, kannst du die Pistole gegen dich selbst richten und abdrücken. Psch. Das war aber den Leuten zu heftig, da es zu realistisch wirkte und der Stresspegel stieg ins Unermessliche. Sony sah das dann auch ein und entfernte diese Funktion aus der Demo und jetzt kann man nur noch rumballern. Boom Headshot! Boom Headshot! Boom Headshot! Selbst dazu sagten sie, es kann sehr beängstigend sein. Ursprünglich aus der Sony London Team, die London Heist Demo entwickelte, gab es die Möglichkeit, sich selbst zu erschießen. Man konnte seine Waffe gegen sich selbst richten und das hat sich aber falsch angefühlt. Das war zu belastend, deshalb haben wir es einfach entfernt. Dieses Medium ist so mächtig, dass wir vorsichtig sein müssen mit dem, was wir anbieten. Damit haben Sie auch recht, liebe Freunde. Wenn man eventuell schon Suizidgedanken hat, dann muss man die nicht unbedingt weiter vorantreiben. Und bei so einem Ding wie Project Morpheus oder Oculus Rift, wo sich schon alles ziemlich realistisch anfühlt, geht das schnell in eine falsche Richtung. Was denkt ihr darüber? Kommentare, please! Letztes Jahr gab es ja viel Ärger über Spiele, die unfertig auf den Markt kamen. Allen voran Assassin's Creed Unity, das mehr Fehler hatte als ich fliegen in der Küche. Ja, ich könnte mal wieder aufräumen. Jetzt kam aber raus, dass Ubisoft Montreal, also die, die das Spiel entwickelt haben, wussten von all den Fehlern, bevor das Spiel rauskam. Das sagt zumindest der Reddit-User Werewolf, der für eine Make-A-Wish-Foundation nach Kanada zum Studio reisen durfte. Dabei sprach er unter anderem mit Alex Hutchinson, der Creative Director von Ubisoft Montreal, und der verriet ihm, dass sie von dem Fehler wussten, sich aber dennoch entschieden, das Spiel zu releasen, da man Angst hatte, die Zeitpläne der nächsten Teile negativ zu beeinflussen. Die Fehler haben sie erst ganz am Schluss bemerkt und es fehlte schlichtweg die Zeit, deswegen gab es die Entscheidung, verschieben oder veröffentlichen. Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Nein, das ist eine Schnauze! Was dabei rauskam, das wissen wir natürlich alle. Ein riesiger Shitstorm und viele hassten Ubisoft, da sie in diesem Jahr noch mehr so clevere Ideen hatten, wie zum Beispiel Watch Dogs mit der Grafik, die in den Gameplay-Trailern irgendwie anders aussah. Aber hier sieht man leider krass, dass sich der Publisher ziemlich oft nur auf das Geld orientiert, anstatt mal ein gutes Spiel rauszubringen. Denn wenn man Angst hat wegen den nächsten Assassin's Creed Teile, weil sie sich vielleicht um ein Jahr verschieben, dann denkt man zwangsläufig nur an Gewinn, Gewinn und Gewinn und vielleicht noch an Geld. Aber zumindest geben sie es zu. Wir haben noch ein paar News von Assassin's Creed, aber die sind jetzt in den Quickies. Findet ihr den Goat Simulator schon langweilig und habt ihr schon alles in der Welt gesehen? Na, dann macht euch bereit auf das DLC, was demnächst kommen wird. Goatsy. Eine Ziege und verdammt viele Zombies. Könnte man eigentlich einen Film drüber drehen? Nun ist es offiziell bestätigt, Tony Hawk's Pro Skater 5 soll 2016 auf den Current Gen Konsolen kommen, danach auf den Last Gen Konsolen. Das Spiel richtet sich stark an die ersten Teile und ja, am Ende kaufe ich es mir trotzdem. Sledgehammer Games und Activision sagen Danke zu all den Käufern, die sich Advanced Warfare geholt haben. Und als kleines Geschenk gibt es die Pistole MI Irons und das in verschiedenen Ausführungen. Dann sagen wir auch mal Dankeschön. Und der nächste Teil von Assassin's Creed wurde angekündigt. Es handelt sich nicht um Victory, nope, den Namen haben sie geändert in Syndicate. Und der Name von dem Protagonisten lautet Jacob Fry. Na, dann metzeln wir mal los. Und
Und das war's auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, obwohl Knuffel nicht dabei war. Und wenn ihr natürlich mehr von uns sehen wollt, dann abonniert doch bitte diesen Kanal oder unseren Kanal, der unten verlinkt ist. Der heißt Bunze Bunze. Ihr könnt uns auch im Facebook finden und Twitter und keine Ahnung, was wir alles haben. Und wir hoffen trotzdem, ihr habt einen wunderschönen Montag noch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Nun ist es offiziell bestätigt, Tony Hawk's Pro Skater 5 soll 2016 auf den Current-Gen-Konsolen kommen, danach auf den Last-Gen-Konsolen. Das Spiel richtet sich stark an die ersten Teile und ja, es blitzt und donnert. Warum tut es das?